diesmal wieder ein Video zu übers, also ja, zum Thema oder übers Buch der Schatten. Ich habe da vor einiger Zeit mal ein Video gesehen von einer anderen YouTuberin, von einer englischen YouTuberin, von der Dragon. Nee, sie heißt jetzt anders. Azura Dragonfeather nennt sie sich jetzt. Früher hat der Kanal anders geheißen. Und das war irgendwie total inspirierend so. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich könnte ja auch mal so meine Tipps mit euch teilen, wie man halt am besten ins Buch der Schatten reinschreibt. Weil wenn man es ganz spontan macht und gar nicht plant, das kann man natürlich auch machen, wenn einem das lieber ist. Also ist jetzt nicht die Mega-Tragik oder so, aber ich finde es einfach, es kommt, finde ich, mehr Schönes dabei raus, wenn man es vorher ein bisschen sich überlegt, was man reinmacht. Und ich habe mir ein paar Sachen zusammengeschrieben, ein paar Punkte, die ich einfach aufzählen möchte. Ich habe mein Buch der Schatten auch hier, das habe ich schon mal in einem Video gezeigt. Das ist das Ding hier. Ich persönlich würde nicht empfehlen, so ein großes Buch als Buch der Schatten zu nehmen. Es ist einfach unpraktischer zum Reinschreiben, habe ich so das Gefühl. Ich meine, Geschmäcker sind verschieden. Irgendwie hänge ich jetzt doch dran und ich möchte halt jetzt auch nicht so auf einmal ein anderes verwenden, weil ich das jetzt schon so lange habe und so viel reingeschrieben habe. Ja, nur mal so am Rande gesagt. Und dann nochmal kurz, also was man überhaupt reinschreibt. Normalerweise schreibt man Dinge rein, also eigene Erfahrungen. Zum Beispiel, wenn man jetzt so ein paar Rezepte hat für Räucherungen, die man selber zusammengestellt hat, dann würde man das jetzt zum Beispiel, könnte man das da reinschreiben, so diese Rezepte. Normalerweise kommen die eigenen Erfahrungen rein oder zu irgendeinem Thema, wenn man jetzt zum Beispiel eine Seite gestaltet zum Thema Gott und Göttin, dann würde ich da jetzt reinschreiben, so was ist die Göttin für mich, was ist der Gott für mich. Man kann natürlich auch Sachen abschreiben, die man sich einfach merken möchte, aber ich finde es fast sinnvoller, wenn man da die eigenen Erfahrungen nur reingibt, weil wenn man jetzt irgendwo im Internet was liest oder so, was man sich einfach merken möchte, dann kann man es sich auch einfach ausdrucken und aufbehalten oder vielleicht in einen Ordner tun. Aber jetzt erstmal zu den Tipps. Mein erster Tipp war planen, was man reinschreibt. Und das hat auch die Dragonfeather in ihrem Video erwähnt, dass man das mit Klebezetteln plant, also was jetzt auf welche Seite kommt, zumindest so ein bisschen. Ich zeige euch jetzt mal, wie das gemeint ist. Ich weiß gerade nicht, ob ich selber so viel geplant habe, weil ich in letzter Zeit wieder ein bisschen was reingeschrieben habe. Ja, also hier zum Beispiel. Da habe ich eine Seite zu Lita, da habe ich zu jedem Jahreskreisfest hier so eine Seite gemacht und da habe ich mir dann halt, also die Seite habe ich immer am Datum vom jeweiligen Jahreskreisfest geschrieben und da habe ich mir halt dann auf jede Seite so einen Klebezettel geklebt, damit ich es nicht vergesse. Dass ich halt hier jetzt diese 8 Seiten, glaube ich, waren es, ja, für die Jahreskreisfeste reserviere. Und dann wollte ich halt hier dann was zum Sonnengott und Mondgöttin machen, so eine Doppelseite. Und da geht es weiter mit Runen, da habe ich schon angefangen damit. Runen herstellen, das ist so meine kleine Anleitung. Da hinten habe ich jetzt noch nichts weiter geplant. Aber ich finde das ganz lustig, so mit Klebezetteln. Man könnte jetzt auch die Seiten noch kleiner aufteilen und hier oben, also was speziell zu schreiben, zum Beispiel die, könnte man jetzt sagen, ich mache hier eine Zeichnung vom Sonnengott hin und hier eine Zeichnung von der Mondgöttin oder hier und hier so und dann mache ich halt hier einen Klebezettel und hier einen Klebezettel, damit ich das nicht vergesse, dass ich mir das so gedacht habe. Und das fand ich eine sehr, sehr gute Idee von der Dragonfeather und das habe ich auch so übernommen, weil das halt echt, echt praktisch ist. Ja, das mit dem Planen, so mit den Klebezetteln, weil da muss man es nicht, okay, Donner, da muss man es nicht nach der Reihe befüllen, sondern man kann einfach sagen, hey, hier mache ich jetzt was zu, keine Ahnung, der Göttin Kali hin und die Seite mache ich aber später und dann schreibe ich halt hinten hier schon bei einem anderen Thema weiter. Aber vergesst halt trotzdem nicht, dass ich hier dass ich hier eigentlich noch was anderes hin tun wollte. Wenn ihr eine bessere Erklärung dazu braucht, dann schaut auf
also schaut bei dem anderen Video vorbei von der Dragon Feather, das verlinke ich euch unten. Sie erklärt das auch sehr gut. Also ich mag ihre Videos allgemein sehr, sehr gerne. Der zweite Tipp ist Vorschreiben am PC. Das mache ich eigentlich wirklich fast immer. Bei jedem Ding mache ich es nicht, aber meistens. Man muss es jetzt nicht am PC vorschreiben, man kann es auch auf Papier vorschreiben, wenn man lieber auf Papier schreibt. Ich schreibe halt lieber am PC. Und ja, das ist halt einfach dazu da, dass man dann keine Fehler drin macht, die man dann vielleicht mit schwarzer Tinte nicht mehr ausbessern kann und das dann so hässlich übermalen muss. Also Vorschreiben ist wirklich was, was einem sehr viel weiterhelfen kann. Also das würde ich eigentlich schon immer, mache ich auch fast immer. Ja, da kann man sich dann halt auch nochmal schön überlegen und ausbessern und verbessern den Text. Ja. Als nächstes habe ich Bilder ausdrucken oder einfach überlegen, wo man welche Bilder hingeben möchte. Ja, also es ist praktisch, wenn man sich's vorher überlegt. Man kann es auch spontan machen, aber ich mache es lieber mit vorher ein bisschen planen. Wenn ich jetzt irgendwo eine Seite zu einem Thema mache, dann schreibe ich erstmal den Text, dann schaue ich, welche Bilder ich verwende, ob ich vielleicht eigene Bilder von mir ausdrucke und reinklebe oder ob ich was reinzeichne mit Wasserfarben oder sonst was. Und dann schaue ich halt, dass ich mir den Platz frei halte. Also normalerweise schreibe ich immer zuerst den Text und dann mache ich halt die Bilder dazu. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, in der Mitte ein großes Bild haben möchte und dann außen herum den Text, dann muss ich mir den Platz in der Mitte halt beim Schreiben frei halten. Ja, oder so wie bei den Jahreskreisfesten, das habt ihr vorher kurz gesehen, diese Seiten, da habe ich in der Ecke unten immer so ein Bild und da habe ich mir halt auch, also vom Text her, das immer frei halten müssen, dass das Bild dann noch Platz hat von meinem Altar. Dann zum Schluss wollte ich noch ein paar Sachen sagen zum Schreiben und Verzieren. Man muss jetzt selber nicht so, also wenn man es ein bisschen aufwendiger gestalten möchte, ich bin total der Fan von dem künstlerisch gestalteten Buch der Schatten. Man kann es auch einfach so reinschreiben, man muss es nicht schön gestalten, aber mir macht das halt Spaß, das hübsch zu machen. Man muss sich jetzt keine Schriftarten selber überlegen, man kann einfach mal, keine Ahnung, auf ein Word-Dokument öffnen und dann alle Buchstaben durchtippen in großen und kleinen Buchstaben von A bis C und dann eine Schriftart halt. Und dann halt eine Schriftart drüber legen oder irgendeine Schriftart nehmen, die einem gefällt und das dann ausdrucken. Und dann kann man das nachschreiben oder zumindest probieren, so die Überschriften in so einer Schriftart zu machen. Und für Verzierungen gibt es so Schnörkel. Also man muss das nur googeln und dann bei Google Bilder reingehen. Ich gebe, glaube ich, meistens Schnörkel ein direkt, ja, und dann kommen so schwarze Verzierungen, so hübsche Muster, die kann man auch ganz leicht abzeichnen, wenn man jetzt selber nicht so gut ist, in sich solche Sachen ausdenken, weil hatte ich immer das Gefühl, dass das auch so eine Wissenschaft für sich ist, so Verzierungsmuster erfinden. Ich male die meistens ab von Google Bilder, finde ich sehr schön, finde ich eine sehr schöne Verzierung, eine ganz einfache Verzierung. Ja, das war's schon. Das war's schon. Ich glaube, ich zeige euch jetzt zum Schluss nochmal eine Seite aus meinem Buch der Schatten. Ach ja, und weil ich es hier gerade noch sehe, diese Zettel hier sind auch sehr praktisch. Wenn man jetzt ein Buch verwendet, was blanke Seiten hat, dann legt man das unter die Seite und dann kennen wahrscheinlich eh alle von euch, dann hat man hier halt so die Linien, damit man schön gerade schreibt. So allgemein hat es halt viel zu tun mit seinem eigenen Stil so ein bisschen finden. Ich schreibe halt lieber so Listen oder einfach nur in Stichworten. So längere Texte, wie ich sie hier geschrieben habe, sind eigentlich nicht so mein Stil. Das mache ich nicht so oft. Das ist so ein Schnörkel, den ich von Google Bilder habe, abgezeichnet. Ja, also das war es eigentlich schon. Ich verlinke euch das Video unten, das ist sehr sehenswert, wenn ihr Englisch versteht, wenn ihr Englisch könnt, dann schaut es euch unbedingt an. Gut, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!